Nichts, aber auch gar nichts kann diese Ampel irgendwie richtig machen. Das ist wirklich Politik des Versagens. Deutschland steht vor dem Baukollaps. Wohnungsnot droht, Mieten explodieren. Aber wisst ihr, wen es nicht stört? Die Neuankömmlinge. Das bezahlt ja, wir zahlen das, die Steuerzahler. Viele Baufirmen sind noch mit alten Aufträgen beschäftigt. Neue Projekte werden rar. Besonders brisant, die ursprünglich von Berlin-Koalition ausgegebenen Zielvorgaben von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr scheint unerreichbar. Schön, dass sie das aufgenommen haben, weil das war auch das, was ich gleich gesagt hätte. Wir werden spätestens 2026 unter die 200.000er-Marke rutschen, sagte Info-Baufachmann Ludwig Dorfmeister für neue Wohnungen. Logische Folge, wartet, für uns logisch, für die anderen ja nicht. Nachfrage steigt. Angebot sinkt, Preise teurer. Marktwirtschaft. Also, logische Folgen, Mieten werden explodieren. In ganz Europa sinkt die Zahl der Wohnungsneubauten laut Euroconstruct-Prognose von über 1,5 Millionen auf 1,2 Millionen. Gründe, hohe Inflation, steigende Zinsen, explodierende Baukosten. In Deutschland sind die Baukosten besonders problematisch. Die Materialkosten sind stabil hoch, während die Arbeitskosten weiter steigen. Der Baukostenindex des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass die stark gestiegenen Materialkosten nicht sinken, sondern sich stabilisieren, während die Arbeitskosten in großen Schritten nachziehen. Neue Tarifabschlüsse im Baugewerbe werden die Kosten zusätzlich in die Höhe treiben. Ich weiß, alle Menschen möchten mehr Geld haben. Ist auch absolut in Ordnung so. Aber wir sollten, das habe ich letztes Mal schon gesagt, wir sollten auch langsam wieder so ein bisschen zurückkommen. Wir brauchen nicht 80.000 Fernseher. Wir sollten auch wieder auf die Nachhaltigkeit uns sorgen. Zum Beispiel eine Waschmaschine, die nicht nach 5 Jahren kaputt geht. Handys, die du nicht alle paar Jahre austauschen musst, 2 oder sowas, bis sie abgeschaltet werden. Brauchen nicht alles in Überfluss. Das brauchen wir wirklich nicht. Und ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde ein iPhone behalten, weil ich ja mal Muskelkraft habe, also ein altes. Und werde zukünftig mir wieder Geräte holen, die keine 1.000 Euro kosten. Ich habe jetzt gesehen, du kriegst ein Handy schon für 200 und 500 Euro mit super Kameraausstattung. Die haben Funktionen wie so ein iPhone. Es muss nicht immer irgendwie ein iPhone sein oder irgendwas. Und man sollte auch zukünftig nicht immer alles so rausfeuern. Unsere Rohstoffe, die wachsen ja nicht auf Bäumen, nicht wahr? Ja, wir sollten also ein bisschen mehr gucken, dass wir nicht mehr so verschwenderisch sind. Vielleicht wäre es auch mal ein guter Anhaltspunkt, Sichtpunkt für die Bundesregierung. Weil was wir schon wussten, die anderen aber nicht klar waren, Bürgergeld wird immer mehr zur Stütze für Ausländer. Ja, das ist ja auch Migrantengeld, nicht wahr? Nicht anders sollte man das betiteln. Mehr als 700.000 Syrer und Afghanen. Bürgergeld wird immer mehr zur Stütze für Ausländer. Immer mehr Bürgergeldempfänger sind Ausländer. Seit 2010 stieg ihr Anteil von 19,6% auf 47,3% 2023. Mehr als jeder dritte minderjährige Ausländer lebt von Bürgergeld, jeder 10. Stützeempfänger ist Syrer. Funktioniert das System noch? Finanzminister Christian Lindner, 45, FDP, erklärte in Bild, das Bürgergeld hat nicht alle Erwartungen erfüllt. Er fordert eine große Sozialreform und neue Sanktionen. Die Union geht noch weiter und will das Bürgergeld abschaffen. Alexander Throm, 55, innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, sagt zu Bild, diese Sozialleistung kommt also immer weniger unseren Bürgern zugute und immer mehr den Zugewanderten, insbesondere den Flüchtlingen. Innenexperte Philipp Amthor, 31, zu Bild, das Bürgergeld-Desaster wird immer mehr auch zu einem Ausländerpolitik-Desaster. Wie kaputt ist das Bürgergeld? Bild macht den Check. Kosten. Fast 50 Milliarden Euro kostet das Bürgergeld. 2023 erhielten Empfänger rund 42,6 Milliarden Euro vom Staat, die Verwaltungskosten stiegen auf 6,3 Milliarden Euro. Und es wird noch teurer. Hochrechnungen zeigen, dass es 2024 noch teurer werden dürfte. Empfänger: Im Mai bezogen 4,021 Millionen erwerbsfähige Menschen Bürgergeld. Also Menschen, die arbeiten könnten, aber Stütze vom Staat erhalten. Das sind 200.000 mehr als Anfang 2023, als Hartz IV abgeschafft und das Bürgergeld eingeführt wurde. Insgesamt liegt die Zahl der Bürgergeldempfänger bei rund 5,5 Millionen Menschen. Ausländeranteil: Die Zahl deutscher Bezieher nimmt ab, die Zahl ausländischer Bezieher nimmt zu. Beispiel:
Im Frühjahr 2024 verzeichnet die Statistik einen Abgang von rund 26.010 deutschen Stützeempfängern und einen Zugang von 61.034 ausländischen Empfängern im Vergleich zum Vorjahr. Arbeits- und Sozialexpertin Jana Schimke, 44, CDU, kritisiert in Bild, das Bürgergeld sei leider ein starker Anreiz zur Migration nach Deutschland. Und genau so ist es. Liebe Deutsche, liebe Österreicher, liebe Schweizer und egal wo ihr seid, wenn ihr mal in einem Land lebt, wo es keine Unterstützung gibt, wo es kein Kindergeld gibt, dann merkt man erstmal wieder, wie hart man arbeiten muss. Und das ist völlig wurscht, ob man jetzt Angestellter ist, Selbstständiger ist, YouTube macht, Videos macht und. Völlig egal. Jeder sollte erstmal das machen, worauf er Bock hat und was er kann, was er nicht kann. Und alles andere wird man dann sehen. Nur mal so wegen, ne, YouTube ist keine Arbeit und sowas. Ich hatte auch mal diese Einstellung, dass diese ganzen Influencer nicht arbeiten. Ich habe mich geirrt. Das habe ich auch schon mal bei mir bei Instagram gesagt. Ich habe mich wirklich geirrt. Natürlich, wenn man so ein großer YouTuber ist oder Influencer mit, keine Ahnung, 200, 300.000 Abonnenten oder mehr, ist es vielleicht mag es was anderes sein. Aber bist du ein kleiner Influencer, YouTuber, dann muss man ganz klar sagen, wenn du alles selber machst, ist es noch Arbeit. Wenn du andere dafür bezahlst, ist ein anderer Schnack. Worauf ich hinaus möchte ist, in anderen Ländern musst du wieder anfangen zu arbeiten und mit dem Arsch an die Wand kommen. Ich habe zwar selber auch Kryptos und sowas, aber wie es auch an der Börse so ist, auch an der Kryptobörse, es ist, geht so. Und jetzt gerade sind wir in so einem Sommerloch und es wäre dumm, wenn ich mein Geld jetzt rausholen würde. Und auch für mich, letzten Monat war so beschissen für mich, wo ich gesagt habe, oh scheiße, ich habe gespart, wo es nur ging. Ich habe vereinzelt ein paar kleine Aktien und so verkauft, damit wir noch Geld haben. Aber letzten Monat war richtig hart. Und du kannst nirgendwo hingehen und sagen, oh, ich hätte ganz gerne Geld oder sowas. Und wenn alles hart auf hart kommt, macht man natürlich eins, man geht zurück nach Deutschland. Hier lernt man erst wieder, dass man was tun muss, dass man im Mittel halt keinen hat, der sagt hier, oh, komm, da kriege ich noch was. Ne? Hier machst du alles selbst. Guck mal, ich mache hinten sogar noch T-Shirts. Ich produziere auch T-Shirts. In meiner Garage habe ich eine Siebdruckmaschine und mache T-Shirts. Das mache ich auch alles. Also SPD, Bürgergeld gescheitert, Unfug. Martin Rosemann, wer ist das? Digga, das ist aber auch wirklich. Er musste auch wieder wegschalten. Sie sind so hässlich, sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Also Det Nilch sagt, Sprecher der SPD-Fraktion für Arbeits- und Soziales, kontert Lindners Urteil nach einer so kurzen Zeit zu sagen, das Bürgergeld hätte die Erwartung nicht erfüllt, ist unseriöser Unfug. Aber vielleicht hast du es nicht mitgekriegt. Ihr in eurer Koalition gerade, ihr macht nur Unfug und Gerichte heben immer eure Urteile auf. Also, wer macht jetzt den Unfug? Aber ganz klar ist, das Bürgergeld wieder umzubenennen, das ist auch wieder ein mega Aufwand, kostet bestimmt wieder viel Geld. Lass es doch bei Bürgergeld. Ich bin immer noch dafür, Bürgergeld für alle Deutschen, alle, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben, seit Jahrzehnten, finde ich, denen sollte 1.000 Euro monatlich zustehen. Und jeder, der arbeiten gehen will, kann sich zu diesen 1.000 Euro noch was dazu verdienen. Also er hat Gehalt oder Lohn. Finde ich absolut richtig. Und alle, die nach Deutschland kommen, die sollten sich erstmal das Bürgergeld dann verdienen. Das wäre eine richtige und logische Entscheidung. Denn könnte man sagen, alles klar, das Bürgergeld bleibt bestehen. Die Leute, die jetzt schon nicht arbeiten gehen wollen, haben 1.000 Euro. Und die Leute, die arbeiten gehen, so wie jetzt, und haben dann nochmal 1.000 Euro mehr. Ich glaube, wäre ein guter Anreiz, wäre auch fair, weil die Steuern, die du zahlst, dann kriegst du wieder was zurück. Ich find's fair. Kann jeder denken, wie er will. Könnt ihr gerne reinschreiben. Aber weiter geht's vom Migrantengeld zu Wir haben Platz. Dieses Bild sollte man nie vergessen. Wir haben Platz. Und da geht's nicht nur um das Essen, was bei ihr Platz hat, sondern um die Leute. Und vielleicht wünscht sich auch die Ricarda ein Talerhorn. Ha 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 ha
Ach, herrlich, 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 herrlich. Aber von lustig kommen wir wirklich. Das Problem doch bei den Grünen ist, die sind so weltfremd. Neue Umfragen, Grüne auf Rekordtief, Union trotz Verlusten, stärkste Kraft. Eine der neuesten INSA-Umfragen zufolge befinden sich die Grünen im Bundestrend derzeit in einem Rekordtief bei 10%. Ist noch viel zu viel. 5 ist zu viel. Raus, 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 raus. Wenn ich an diese beiden Kandidaten schon denke, ne? Er, der uns als Versuchskaninchen benutzt, sie, die einfach ihre eigenen Regeln bricht und immer mehr Ausländer reinholt. Irre. Ja? Wo sind wir denn hingeraten? Hierhin. Hier nehmen Beamte den 31-jährigen Firas A. in einem Einkaufszentrum in Hamburg fest. Er soll keinen Führerschein besitzen und Falschgeld und ein Messer bei sich haben. Und dennoch müssen Beamte den Syrer kurz darauf wieder laufen lassen. Firas A. soll bereits im Mai negativ aufgefallen sein, fahren ohne Führerschein und dann soll er 245 Autoscheiben zertrümmert haben. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 250.000 Euro. Polizisten nehmen ihn fest und führen ihn dem Haftrichter vor. Doch der sieht keine Fluchtgefahr und lässt ihn später wieder laufen. Vor seiner Wohnung konfrontieren ihn Bildreporter mit den Vorwürfen. Der streitet alles ab und setzt sich ans Steuer seines Lieferwagens und fährt davon. Nur wenige Augenblicke später umzingeln ihn Polizeibeamte in einem Hamburger Einkaufszentrum, legen ihm Handschellen an. Trotz des Falschgeldes und dem Fahren ohne Führerschein müssen ihn die Beamte später wieder laufen lassen. Der Wagen ist nicht versichert. Firas A. wird nicht mal einem Haftrichter vorgeführt. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Es ist so krank geworden, einfach nur krank. Und wenn ich überlege, wenn ich nach Deutschland einreise, macht gleich klack, klack, Handschellen. Das ist ein Wahnsinn. Sowas Irres. Aber komm, es geht weiter. In Köln sorgt eine Gruppe junger Räuber aus Nordafrika und Südosteuropa für Angst und Schrecken. Die Täter, oft zwischen 12 und 18 Jahren alt, rauben ihren Opfern in der Innenstadt Wertgegenstände, insbesondere Halsketten, am helllichten Tag. Die Polizei Köln berichtete, dass diese Überfälle seit 2015 vor allem in den Sommermonaten verstärkt auftreten. Ein besonders erschütternder Vorfall ereignete sich, als ein etwa 15- bis 17-jähriger Jugendlicher mit Krücken einen 51-Jährigen ansprach und um Zigaretten bat. Als der Mann ablehnte, warf der Täter seine Krücken weg, schlug auf den Mann ein und riss ihm die Halskette vom Hals. Er flüchtete anschließend mit zwei Komplizen. Die Polizei führte kürzlich Razzien in Jugendeinrichtungen durch, in denen einige der verdächtigten Jugendlichen untergebracht sind. Dabei wurden gestohlene Wertgegenstände sichergestellt. Das Sicherheitsaufgebot in der Innenstadt wurde verstärkt. Wir normal denkenden Menschen, wir haben sowas doch kommen sehen. Ich bin kein Verehrer von der SPD, aber es gibt wirklich noch einen Helmut Schmidt, der gesagt hatte, zu viele, 1 Million Flüchtlinge verändern das Land. Und die SPD sollte sich genau daran erinnern. Es wird schlimmer werden, wenn wir nicht endlich mal was schaffen, dass wir uns an erster Stelle wiederstellen. Wenn es in Deutschland funktioniert, dass die Wirtschaft rund läuft, dass genügend Wohnungen da sind, dass eine Politik gemacht wird für Deutsche auch, dann, wenn es uns im Land gut geht, dann können wir darüber nachdenken, ob wir viele neue Arbeitskräfte ausbilden wollen, integrieren wollen für unsere Zukunft. Aber erstmal Deutschland zuerst. Deutsche zuerst und dann erst alles andere. Leute, das war's gewesen. Für eine Spende würde ich mich sehr freuen. Ihr seht, ich mit meinem PayPal ist auch unten drin in der Beschreibung und in den Kommentaren angepinnt mit dem Herz. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst jetzt gerne ein Abo da. Und ansonsten bleibt gerne dran. Im Abspann seht ihr noch zwei Videos, könnt ihr draufklicken. Ansonsten, ich hoffe doch, bis die Tage. Macht es gut.